Die Israeliten lebten in Jerusalem. Sie hatten Häuser, in denen sie lebten, Gärten, pflanzten Früchte an und gründeten Familien. Doch eines Tages kamen die Babylonier und kämpften gegen die Israeliten. Sie nahmen sogar Israeliten gefangen. Die mussten dann mit ihnen nach Babylon umziehen. Manche Israeliten wohnten jetzt in Babylon, aber sie waren dort nicht glücklich, denn Babylon ist sehr weit weg von ihrem Zuhause. Doch eines Tages kam ein Bote zu ihnen. Ein Bote ist so etwas wie ein Postbote. Der Bote brachte ihnen einen Brief. Den Brief hatte Jeremia geschrieben. Jeremia war ein Prophet. Er sagte den Menschen das, was Gott ihnen mitteilen wollte. In dem Brief stand, dass die Israeliten sesshaft werden sollten. Gott sagte ihnen durch Jeremia, dass sie Häuser bauen sollen, Früchte anpflanzen, Familien gründen. Sie sollten all das machen, was sie in Jerusalem gemacht hatten. Aber jetzt eben in Babylon. In dem Brief stand auch, dass sie eines Tages in ihre Heimat zurückkehren können. Aber bis es soweit ist, sollen sie sich um die Stadt kümmern, in der sie leben, und für die Stadt zu Gott beten.